Tu, was du willst, als sei das Ganze von dem Gesetz. 93, grüß dich Aaron. Grüße dich, Janosch. So, wir haben vor, eventuell ein Format aufzubauen, wo wir zukünftig uns Themen aus dem Liber Al-Velegis raussuchen oder Verse aus dem Liber Al-Velegis raussuchen und diese dann halt ja, kommentieren, besprechen, kritisieren, diskutieren, je nachdem, wie es uns halt einfällt, was wir für richtig halten. Und sind gespannt, inwiefern und inwieweit wir damit kommen. Wie siehst du das für dich selber, Janosch? Tja, ich bin auch gespannt, worauf das alles hinausläuft. Wir fangen ja heute einfach mal mitten aus der Mitte gegriffenen Vers an, greifen da so einen bestimmten Aspekt vor allem raus, aber ich denke, das Gespräch wird in alle möglichen Richtungen abdriften und bleiben wir einfach gespannt, auf was es hinausläuft. Genau. Wir wollen ja auch nicht hier irgendwelche Wahrheiten postulieren. Und genau darum geht es jetzt heute auch in dem Thema bei dem liberalen Beleg ist, sondern es geht einfach nur darum, von meiner Seite aus Inspiration zu bekommen durch das Gespräch zum Beispiel mit Janosch und andererseits aber auch dem Zuhörer oder Zuhörerin oder auch von mir aus mit Sternchen. Ich bin da ehrlich gesagt eher genderfreundlich, auch wenn es niemand aufzwingen würde. Oder nicht mitzuteilen, zu zeigen, welche Möglichkeiten im Liber Al-Velegis halt so drinstecken. Für die Zuhörer und so weiter, die nicht wissen, was ein Liber Al-Velegis ist, ein Liber Al-Velegis ist ein Buch, das von Aleister Crowley geschrieben wurde, aber er selber nicht der Autor war, sondern das war Iwas, ein heiliger Schutzengel. Und dieses Buch ist sozusagen die Bibel der Telemiten von Telema. Und es besteht halt aus 220 Versen, unterteilt durch drei Bücher oder halt drei Kapitel von Hadith, Nuit und Raukuit. Und wie das Buch selber das sagt, halt für die nächsten 2000 Jahre für die Menschheit gelten. Soll oder gelten wird, das werden wir ja alles noch erleben. Geschrieben wurde das 1904. Und ja, insofern ist das für uns beiden ein spannendes Thema, weil wir uns selber damit auch beschäftigen. Also ich vor allem primär damit. Bei dir ist es ja noch so, du bist ja auch stark mit dem Judentum. Wie sagt man dazu? Ja, sagen wir einfach, die Kategorie hat sich so etabliert. Ich bin ein chassidisch-thelemischer Christ. Also neben dem thelemischen Aspekt sind auch andere, zum Beispiel aus dem Judentum übernommene Bräuche und Einflüsse bei mir sehr prägend. Aber jetzt hier bei diesem Format ist natürlich das Zentrum des Gespräches eben das Liber Al-Velegis oder Liber El, wie ich es manchmal auch nenne. Vielleicht können wir da später nochmal drüber reden, warum diese Unklarheit, was die Aussprache angeht. Jedenfalls werde ich immer mal wieder auch meinen Blickwinkel so vom Biblischen, also ich bewerte die Bibel wahrscheinlich etwas anders als Crowley, das werde ich auch ganz offen ansprechen hier und da, aber eins nach dem anderen. Fangen wir doch erstmal an. Ja, aber bevor ich anfange oder bevor wir anfangen, wollte ich dir eine kleine Geschichte erzählen und zwar und beziehungsweise nicht erzählen, sondern eigentlich dich mal was fragen, weil ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich gehe ja jeden Woche einmal mit meinem Vater einkaufen, weil mein Vater, da kann nicht mehr so das Auto fahren. Und das übernehme ich dann halt auch die schweren Sachen tragen. Der gute Mann ist ja auch schon über 80 Jahre alt und er läuft halt auch nicht wie ein D-Zug, so wie ich halt. Ich bin dann, lass es höchstens eine halbe Stunde sein, braucht er halt locker eine Stunde. Und in der Zeit, wenn ich dann im Discounter drinne bin und gelangweilt rumlaufe oder mal eine rauchen gehe, dann gibt es da so Zeitungsständer. Und ich laufe dann meistens an den Zeitungsständer hin und gucke mir das mal so an, was da drin steht. Und da ich das schon seit ein, zwei Jahren mache, ist mir halt irgendwann mal aufgefallen, dass Helene Fischer, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine Schlagersängerin, sehr berühmt eigentlich, ne? Die steht eigentlich jede Woche auf den Titelblättern von diesen, ich sage jetzt Schmierzeitungen. Ich finde die eigentlich nur noch abstoßend mittlerweile. Und ich habe mich dann gefragt, die wissen immer, dass die Frau jetzt verliebt ist oder dass die Frau jetzt traurig ist oder dass die Frau jetzt irgendwie zornig ist oder die wissen immer alles über die
die Frau, ne? Also über ihre Gefühlslage und oder über ihr Leben, über ihre Zukunft und über ihre Vergangenheit. Aber die formulieren das immer so geschickt, dass du denkst, ah, weil da ist ein Bild drauf mit ihrem Ex-Freund und dann steht, ah, die Liebe ist wieder da. Und wenn du dann aber den Artikel liest oder die zwei Absätze, dann steht da drin, dass sie halt einen neuen Freund hatte und zufälligerweise halt diesen Ex-Freund noch getroffen hatte. Mehr steht da nicht drin, weißt du? Also vollkommener Schwachsinn. Mir fiel dann ein, ich war mal, also kurzen Schwenk, ich war mal früher im Außendienst und ich habe dann immer gerne mal Kirchen besucht und ich war dann mal in einem Kloster und habe da mal so ein Vesper beobachtet, also das sind mehrere Mönche mit dem Abt, die halt ganz vorne dann sitzen und die tun halt dann so eine Art Litanei, war das, glaube ich, ne? Also so ein Gebet, die ganze Zeit so eine Art fast Singsang sprechen. Und ich habe da so eine Wahnsinnsmacht gespürt und mir fiel dann ein, dass wenn du in so eine heilige Orten gehst oder in solche Orte gehst, wo du gesund werden kannst, wie heißt die, es gibt so bestimmte Wallfahrtsorten, genau, dann werden die dadurch aufgeladen, indem die Leute halt dorthin gehen und Gebete machen. Ne? Also sie beten dann ganz stark zu Gott oder zu diesem Bildnis, je nachdem, was halt da ist, egal in welcher Religion. Und durch diese Energie, indem ich bete und diesen Hoffnung, diese Glaube, lade ich sozusagen diesen Ort auf. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, wie ist das eigentlich bei Helene Fischer? Wird die eigentlich nicht auch aufgeladen, wenn die Leute ständig irgendwie über sie bestimmte Sachen denken? Also stell dir vor, du bist so ein Mensch, ne? Und ein berühmter Mensch und auf einmal hast du lauter Gedanken an dir kleben von Millionen anderen Menschen und immer wieder die gleichen Gedanken, macht es da nicht irgendwas mit deiner Aura? Also das war halt so mein Gedanken, den ich da hatte. Wie siehst du das? Tja, das kann ich mir gut vorstellen, dass solche öffentlichen Personen dadurch ganz anderen Kräften ausgesetzt sind als so der Durchschnittsbürger. Also es gibt ja auch so zum Beispiel von Hannah Arendt die Formulierung, das Wagnis der Öffentlichkeit. Also jemand wie sie, also eine sehr bedachte Person, die ist sich dessen bewusst und die geht dann auch sehr gewählt daran. Also sie geht nicht einfach unbewusst in die Öffentlichkeit, sondern sie hat sich wirklich dazu überwunden, weil sie wusste, da kommt viel auf sie zu. Da wirken dann ganz neue Kräfte, die man bisher gar nicht kannte. Und ich denke, wir mit unseren kleinen YouTube-Kanälen haben das auch schon im ganz, ganz kleinen Maßstab hier und da gespürt. Das sieht man dann auch ganz handfest natürlich an irgendwelchen Kommentaren, die von irgendwelchen Anonymen kommen. Die machen schon was mit einem. Und man weiß ja dann auch, dass da noch viele Gedanken sind, die man jetzt nicht liest, weil sie nicht aufgeschrieben werden, aber trotzdem arbeitet es ja irgendwie in einem, schon der Gedanke selber, dass sowas vorhanden ist. Und warum soll nicht auch die Kraft, ohne dass man von ihr weiß, schon die Wirkung haben? Also die Kraft ist nicht darauf angewiesen, dass man an sie glaubt, damit sie wirkt. Und in dem Sinne hast du bestimmt recht, so eine Helene Fischer kriegt da einiges ab. Ja, da muss man schon stark sein. Ich meine, gut, die zieht sich ja eigentlich zurück. Privatleben ist jetzt ja auch nicht so offen, wie ich das mitbekommen habe. Aber es gibt ja viele Stars, die einfach abgestürzt sind oder man weiß es ja auch, Alkoholiker oder Heroin oder Kokain, je nachdem halt, ne? Um einfach auch mit diesem, in Anführungsstrichen, Erfolg klarzukommen. Der Erfolg ist ja letztendlich ja nur die Aufmerksamkeit, die man ja bekommt von anderen, ne? Und damit musst du natürlich auch mit dieser Energieform klarkommen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die positive Seite zu nennen. Also wenn man sozusagen als so ein Star, so ein Pop-Idol, wie der Name schon sagt, Idol heißt eigentlich Götze, wortwörtlich, dann wird man angebetet. Also das ist auch, da fließen einem auch sozusagen die Energien, die Lebenskräfte der Anbeter zu. Und das kann einen sicherlich auch in eine Art Rausch oder sowas versetzen. Das sieht man ja dann oft, wie solche Leute ausarten, wenn die damit nicht klarkommen. Stimmt, ja, stimmt. Wenn sie quasi auf Entzug sind, weil sie nicht mehr auf die Bühne können oder halt nicht mehr, ja, nicht mehr in der Zeitung stehen, dann bauen sie extra, ich sage jetzt mal in meinen Worten, Scheiße, damit sie auch wieder in die Zeitung kommen. Und ach, den gibt es ja auch noch, stimmt, ne? Und dann bekommen sie auch wieder ihre Energien. Eigentlich sowas fast wie Vampire, ne? Die ohne die Energie des anderen dann nicht mehr leben können. Tja, kann man so sehen. Kann man so sehen, ja. Okay, also machen wir jetzt wieder einen Wechsel zum eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema, wie gesagt, das ist ein Vers aus dem Liber Alvilegis. Wir haben uns entschieden,
Erstes Kapitel, das wäre Noit, Vers 56 zu nehmen. Und ich lese den mal kurz vor. Wir werden aber nicht den vollständigen Vers jetzt thematisieren, sondern nur einen Teil davon. Aber ich lese ihn mal kurz vor. Also Noit 56. Erwartet ihn nicht aus dem Osten, noch aus dem Westen. Denn aus keinem erwarteten Haus kommt dies Kind, Aum. Alle Worte sind heilig und alle Propheten wahr, außer dass sie ein wenig verstehen. Löse die erste Hälfte der Gleichung, lass die zweite unberührt. Aber du hast alles im klaren Licht und einiges, wenn auch nicht alles, im Dunkeln. Bei dem Vers geht es vor allem um, alle Worte sind heilig und alle Propheten wahr, außer dass sie ein wenig oder dass sie nur ein wenig verstehen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang ruhig du erstmal an. Okay. Also wenn man das so liest, alle Worte sind heilig und alle Propheten wahr, nur dass sie halt ein wenig verstehen, impliziert das für mich ja sowas wie, dass lieber Alvelegis hat, ich sage jetzt mal die Wahrheit, in dem Sinne, dass halt zwar die anderen Religionen oder Schriften, Menschen, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob man das nur auf den spirituellen Teil reduzieren sollte oder ob man nicht bei Propheten eigentlich jeden Menschen nehmen sollte und bei Schriften alle Schriften nehmen sollte, also halt Systeme in dem Sinne. Aber bleiben wir mal beim spirituellen Bereich, dass halt die ganzen Religionen, die wir so kennen oder spirituelle Richtungen, die haben sehr wohl die Wahrheit in sich drinnen oder da ist ein Kern der Wahrheit drinnen, aber diese Interpretationen zu dieser Wahrheit wird dann oftmals falsch verstanden oder sogar falsch interpretiert und dann läuft es komplett in eine andere Richtung. Und im Liberal Velegis gibt es ja auch einen Vers, wo es darin heißt, dass die Rituale schwarz sind und man soll sie reinigen oder komplett wegwerfen, weil einfach das nur noch so verdorben oder so schlecht aufgebaut oder aufbereitet ist, dass man sagen kann, du kannst damit gar nicht mal mehr richtig arbeiten. Ne? Und ähnlich verstehe ich das halt auch hier, dass man halt sagen kann, okay, wenn die Kirche, das Christentum halt sagt, es gibt einen Gott außerhalb von uns, wir würden sagen, das sind Sklavenkötter, also ich zumindest, und wir müssen dem gehorchen, dann könnte man sagen, ja, die Wahrheit ist da schon drinnen, aber sie wäre korrekter, wenn die Kirche sagen würde, in jedem Menschen ist Gott oder ein Teil des Gottes, je nachdem, wie man es interpretieren will, weil halt auch in der Bibel gibt es ja auch einen Spruch von Jesus, in dem er sagt, ihr seid Götter, wo du ja, Noshir, zu mir gesagt hast, das ist ja ein Teil von einem Psalm. Ja, ja. Das wäre erst einmal der Teil von meiner Seite aus. Ja, da kann ich direkt an vieles anknüpfen. Also das, was du gesagt hast mit dem, dass in allen Religionen Wahrheit steckt, in allen Traditionen, dass aber immer Begrenzungen dieser Wahrheit mit dabei waren. Also das findet man ungefähr auch bei Crowleys eigenen Kommentaren zu diesem Vers. Da sagt er sowas wie, die damaligen Religionen oder alle Religionen waren immer auf einen kulturellen Kontext bezogen oder auf einen historischen Kontext. Das heißt, für die Zeit jeweils waren sie durchaus gültige Manifestationen der einen Wahrheit, aber indem sie dann erstarrt sind in der Welt, zu Institutionen wurden, zu eben Religionen im schlimmen Sinne des Wortes wurden, sind sie halt nicht mehr zeitgemäß. Da sind sie eben in ihrer alten Form als unzeitgemäßes immer weitergetragen worden. Und in dem Sinne ist dann sicherlich auch sowas gemeint, wie die Rituale sind schwarz und sie müssen geläutert werden. Also das ist nicht alles komplett zu verwerfen, sondern es muss wieder die Essenz rausgezogen werden. Und das erinnert mich dann auch direkt an eine Herangehensweise, wie ich sie aus dem Judentum kenne, also aus dem eher tieferen, mystischen Judentum. Da wird nämlich die sogenannte mündliche Tora oder einfach die mündliche Überlieferung als ganz wichtig, als eine gleichwertige Säule neben der Heiligen Schrift gesehen, weil gesagt wird, die Heilige Schrift, die ist einfach unantastbar. Die kann man eigentlich gar nicht so auf die Zeitwelt übertragen. Die ist was Ewiges und deswegen braucht man die mündliche Überlieferung und die muss immer flüssig sein. Die darf nicht festgeschrieben werden. Deswegen soll sie eigentlich auch mündlich bleiben. Natürlich in Wirklichkeit wurde dann auch der Talmud aufgeschrieben irgendwann und so weiter. Das ist halt auch wieder die Erstarrung und die Entartung des Ganzen. Andererseits könnte man auch sagen, wenn es nicht aufgeschrieben worden wäre, wäre es vielleicht verloren gegangen, weil die Menschen immer schlechter ihr Gedächtnis Vermögen einfach bewahrt haben und sowas. Also alles hat seine Gründe, auch sowas. Aber trotzdem wird weiter auch im Judentum betont,
dass auch heute diese mündliche Überlieferung, also zum Beispiel auch der Talmud, immer wieder weiter ausgelegt werden soll, immer wieder weiter auf die heutigen Verhältnisse, auf die heutige Zeit übertragen werden muss. Diese ewigen Prinzipien, die in der Heiligen Schrift festgeschrieben sind, müssen immer wieder neu im Leben entdeckt und erlebt werden und auf die jetzige Situation angewandt werden. Und ich weiß nicht, wie weit wir noch in diese Thematik der Mehrdeutigkeit der Heiligen Schrift, also im Sinne der Bibel, eingehen wollen. Da könnte ich ganz viel, wir können zum Beispiel die 10 Gebote mal als Beispiel ranziehen, wie man die auch lesen kann, wenn man wirklich das Original nimmt und nicht die ganzen Übersetzungen. Weil Übersetzungen sind auch immer letztlich Erstarrungen und man kann sogar das Wort Übersetzung aus vielen anderen Sprachen, auf Italienisch zum Beispiel, ist der Übersetzer, Traduttore, gleichzeitig auch der Verräter. Also es ist ein Verrat an der Sache eigentlich, etwas zu übersetzen, indem man behauptet, die Übersetzung ist identisch mit dem Original, weil es ist niemals so. Das ist immer eine Art, ja, Veränderung mit enthalten, ganz zwangsläufig. Und es wird halt festgenagelt auf eine bestimmte Nuance, aber alle anderen Nuancen werden ausgeklammert. Und das ist eigentlich dann wieder das Wort der Sünde ist Restriction, also auf Deutsch, wie ist das? Beschränkung. Beschränkung, Beschränkung. Oder Beschränkung ist das Wort der Sünde, oder ich weiß nicht genau, wie die Nee, das Formulierung Wort der ist. Sünde ist Beschränkung, sowas, genau. Jetzt fällt was Ja. ein, ja. Und das ist eben auch sowas. Also sobald du einen Urtext, einen heiligen Text anfängst, in eine konkrete Sprache zu übersetzen, beschränkst du ihn, weil du ganz viel abschneidest, was eigentlich auch darin enthalten ist. Und in dem Sinne, da zeigt sich vielleicht schon jetzt aus meiner kurzen Rede hier, dass ich vielleicht manches ein bisschen anders deute als Crowley, was die Bibel angeht. Für mich ist die Bibel eben viel weniger dieses überlieferte Buch, was irgendwie historisch gewachsen ist. Das ist alles sicher auch irgendwo wahr, aber das betrifft mich nicht. Ich habe die Bibel heute, wie sie vorliegt, im Original möglichst. Und das öffnet sich für mich. Und zwar immer wieder neu, immer wieder in jedem Moment kann es auch was anderes für mich im Vordergrund stehen. Und ja, ich glaube, Crowley hat das eben nie erlebt. Der hat dafür andere Traditionen viel tiefer als ich erfahren und hat das halt zu seinem System zusammengebaut und hat da auch auf jeden Fall was Großartiges mit geleistet. Aber er ist halt selber ein Beispiel und das sagt er auch oft selber in seinen Schriften. Er will nicht, dass Leute einfach nur sein System komplett übernehmen, im Sinne von es kopieren, weil dann wären sie nur kleine Crowleys. Aber er will keine kleinen Crowleys, er will weitere Brüder im Sinne von auch Götter, also im Sinne von das Göttliche wirklich manifest werden im Menschen. Und da gibt er halt ein Beispiel, wie er seinen Weg gegangen ist. Und wir können uns davon inspirieren lassen, wenn wir möchten. Ja, bei Crowley habe ich das an zwei Stellen mal gelesen. Einmal in seinem Buch Tarot. Fällt mir der Name nicht ein, aber es heißt halt Tarot. Egal. Tot. Das Buch Tod, Tot. genau. Buch Tod, so hieß es genau. Da hat er es extra mal reingeschrieben, dass das seine Wahrheiten sind und niemals die Wahrheit eines anderen. Da hat er so auch Beispiele gezeigt, wo er gesagt hatte, das stehen zwei Leute, die gucken sich ein Bild an, aber jeder sieht das Bild auf eine komplett andere Art und Weise. Ne? Und das ist ja auch verständlich. Du hast eine vollkommen andere Vergangenheit als ich. Du wurdest auf eine andere Art und Weise konditioniert, beziehungsweise hast bestimmte Konditionen bekommen, die ich gar nicht bekommen habe. Du hast bestimmte Sachen erlebt als Prägungen dann. Oder vielleicht sogar Traumata erlebt und so. Das habe ich ja all das nicht. Und deswegen wirst du auch einen Baum ganz anders interpretieren als ich. Wir können zwar sagen, das ist ein Baum und der ist dafür da, damit man Holz machen kann und dann können die Vögel da drin nistern. Okay, Konsens. Aber wie sieht das mit dem Gefühl aus? Ne? Wie sieht das mit dem aus? Kannst du einen Baum umarmen, um das jetzt mal so auszudrücken? Oder hast du dann doch lieber eine Aversion? Ne? Und das ist ganz klar, dass halt dieses Individuelle halt damit halt auch ausgedrückt wird. Und so ist es halt auch mit den Übersetzungen, wie du richtig gesagt hast, selbst den Text, den man lesen tut, ist niemals der Text dessen vom Autor. Du kannst nicht das verstehen, was der Autor geschrieben hat, sondern du kannst nur das verstehen, was du halt daraus interpretieren tust. Mehr geht gar nicht. Und das ist halt auch genau, das ist halt und da sind wir schon wieder bei dieser Wahrheit, dass das lieber allwillig ist, ja, mehr oder weniger postuliert. Es hat die, ich sage jetzt mal in meinen Worten, die Wahrheit und die anderen halt nur ein wenig, wo ich mich dann halt auch frage, was ist denn eigentlich die Wahrheit? Also wie müsste eigentlich Wahrheit sein, damit man sagen könnte, es wäre Wahrheit? Und ich habe das halt immer und auch aus dem Liberal auch so rausgelesen und auch generell in meinem Leben das miterlebt, dass halt die Wahrheit extrem flexibel sein muss und zwar so flexibel, dass die Wahrheit auf alles anwendbar ist. Das heißt tatsächlich auf die Naturgesetze, auf den Menschen selber natürlich, auf die Tiere, je nachdem halt, wie du das halt haben willst. Dann hättest du die
absolute allgemeingültige Wahrheit. Steht im Liber Allvelegis übrigens nicht drin, meiner Ansicht nach, sondern da steht halt die Wahrheit drin, in dem halt dort ganz klar halt ausgedrückt wird, der Mensch hat das Recht, nur das eine Recht, das zu tun, was er will, und niemand hat halt das Recht, da reinzureden und ihm zu sagen, er darf das nicht machen, sondern er soll selbstbestimmend und selbstbewusst quasi durch die Welt gehen und für sich entscheiden, ob er jetzt sich einem unterordnen will, weil er was von ihm lernen will oder weil er einfach Bock drauf hat oder ob er einfach den Weg ganz alleine geht oder ob er in eine Gemeinschaft reingehen will, ohne dass man ihn jetzt da irgendwie reinzwingt. Ne? Und was das andere ist halt, dass grundsätzlich Wahrheiten, die halt sich festgesetzt haben und nicht mehr flexibel sind, zerbrechen ganz einfach. Ne? Die werden immer härter und irgendwann sind die halt komplett, ja. So spröde, dass man es eigentlich nur noch anstupsen muss und dann bröselt die Wahrheit quasi in sich zusammen. Aber genau da reden wir ja gerade von Wahrheiten. Und das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Die Wahrheit, die ist nicht teilbar. Das sind nicht mehrere, das ist eine. Aber die lässt sich halt nicht in Worten so aufschreiben, dass sie immer und allgemein gültig ist. Sondern diese Wahrheiten sind eben sowas. Das sind Versuche für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Kontext, die Wahrheit den Leuten näher zu bringen. Und dann kann es auch seine Berechtigung haben, in einer bestimmten Zeit das so zu formulieren. Aber in einer anderen Zeit eben wieder anders. Und zum Beispiel empfinde ich den Anspruch von dem Liber All oder Liber L, wie ich eher sage, so, dass es halt die Wahrheit ist, die immer schon gegolten hat, aber konkret der Aspekt eben die von Telema, also von dem wahren Willen im Menschen, das ist nicht erst vor knapp 120 Jahren eine Wahrheit geworden. Das war schon immer eine Wahrheit. Telema bezieht sich Crowley ja auch ausdrücklich auf die früheren Arbeiten von Rabelais und noch früher sogar bei Augustinus wird schon erwähnt. In der Bibel kommt das Wort Telema als Bezeichnung des göttlichen Willens vor und so weiter. Also es ist nichts Neues, aber in den früheren Zeiten war es eben viel, wie soll man sagen, so am Rande und versteckter nur in den Heiligen Schriften enthalten. Und jetzt beim Liber L ist es halt wirklich bam, in your face sozusagen, direkt auf die 12. Das ist jetzt für diese Zeit, zumindest das ist die Behauptung. Man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt gerechtfertigt wäre, aber vielleicht ist genau jetzt das Zeitalter eben gekommen, wo die Menschheit bereit ist, also nicht nur einzelne Menschen, die waren schon immer, einzelne gab es immer schon, die bereit waren für diesen Aspekt. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit, wo das wirklich so eine Art Massenbewegung werden könnte. Oder was ist Massenbewegung, also oder Massenerweckung oder wie auch immer man es nennen will, dass eben dieses komplett die Verantwortung fürs eigene Tun zu übernehmen, die Leute inzwischen tragen können. Während es halt vor ein paar hundert Jahren einfach noch nicht möglich war. Da waren die zu sehr, das hat ja auch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Wenn irgendwie 99% der Menschen Leibeigene sind, dann ist die Vorstellung, wirklich die Verantwortung komplett für sich selbst zu übernehmen, natürlich noch viel weiter entfernt, als wenn du wie heute, zumindest auf dem Papier, relativ frei bist. Wir müssen jetzt nicht von den Zwängen reden, denen man trotzdem noch ausgeliefert ist, die gibt es natürlich immer noch, aber man kann schon eine gewisse Entwicklung hin zur Freiheit im Bewusstsein der Menschen feststellen, zumindest als Möglichkeit. Genutzt wird es leider noch zu wenig, aber da kommt eben auch wiederum jetzt dieses Liber L ins Spiel. Das ruft nämlich dazu auf, das, was einem angeboten wird, jetzt auch anzunehmen. Und es geht sogar noch so weit, nicht nur das als Empfehlung oder so oder als Angebot zu behaupten, sondern wirklich als einen Aufruf. Das ist jetzt deine Pflicht, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Du kannst dich nicht ewig darum drücken. Die Zeit ist jetzt langsam abgelaufen, wo du immer nur auf die sozusagen äußeren Autoritäten, seien es äußere Götter, seien es in der heutigen Zeit eben die Ersatzgötter der Wissenschaft oder der Medien oder der Politik oder was auch immer. Nein, am Ende des Tages sozusagen wirst du alles für dich selbst verantworten müssen, was du tust und was du lässt. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass wirklich die Botschaft langsam mehr Menschen erreichen kann. Und deswegen ist es genau richtig, auch mal jetzt hier so ein kleines Format anzufangen. Ja, das stimmt. Da hast du gerade gesagt, in your face, und ich muss an die heutige Situation denken. Wir müssen jetzt nicht großartig darüber reden, aber wie jeder ja so halbwegs mitbekommt, zumindest halbwegs sollte man es mitbekommen, dass da was Gewaltiges auf uns zurollt. Also es ist mit der Energiekrise, wo jetzt so nach oben steigt. Und wenn man logisch denken kann, dann weiß man auch irgendwann, in den nächsten Monaten werden die Lebensmittel noch teurer werden. Und ja, und wenn das System halt zusammenkracht, dann werden die Leute halt überhaupt nicht überleben, sage ich jetzt mal, von ihrem Weltbild her, wenn das Weltbild extrem starr ist. Wie ich ja vorhin sagte, wenn man eine Wahrheit hat und alles andere negiert und sagt, nur das, was ich
sage oder postuliere oder folge, das ist die Wahrheit und das muss für alle Menschen gelten. Diejenigen werden wahrscheinlich dann auch am meisten leiden. Während halt andere Leute, die halt relativ flexibel sind und sagen, okay, das tut jetzt natürlich schon weh, wenn ich jetzt 50% meines Vermögens verliere oder wenn meine Frau mich verlässt oder aus gerade wegen dieser Krisen, die wir dann erleben werden, ne? Oder mein Haus angezündet wird, dann gut, scheiße, ne? Aber ich weiß, es geht weiter und dann muss ich mich halt neu anpassen. Das ist halt auch immer ein ganz wichtiges Thema, finde ich, bei einer Wahrheit, um eine Wahrheit zu erkennen, wie stark kann ich mich einer Situation halt auch anpassen? Also wie flexibel bin ich tatsächlich? Was ja wiederum mit dem Vers beim Liber Alvilegis, Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen, vor allem halt Liebe ist das Gesetz, der Fall ist, weil Liebe für mich ja grundsätzlich ein Akzeptieren von X ist. Gestern hatte ich zum Beispiel den Podcast angehört von Nachtmeerfahrten. Und da wurde dann auch das Beispiel erzählt, da hat er auch der Ilastan, heißt der, gell? Ja, hat dann auch erzählt, dass halt die Göttin, die zeigt nicht nur immer ihre schöne Seite, sondern halt auch ihre hässliche Seite, ne? Und da haben sie das Beispiel mit der Spinne gebracht, was ich gut fand, weil ich kenne das mit der Spinnenphobie, wo die dann halt auch erzählt haben, dass man sich halt dann dem annähern muss, auch letztendlich, um dieses Ekel oder was weiß ich für ein Gefühl zu umarmen zu können. Ne? Und das ist Liebe, das ist Agape. Agape, für die es nicht wissen, ist griechisch, heißt Liebe und hat den Zahlenwert 93, was wiederum den Zahlenwert von Telema wäre. Ne? Ja, und deswegen finde ich das halt auch so wichtig, dass man sich eben flexibel genug verhält, um sich halt wiederum in neuen Situationen halt anzupassen, um eben nicht zu zerbrechen, sondern um neue Erfahrungen zu sammeln. Ne? Also eins der größten Probleme mit der Freiheit ist halt, dass die Menschen Angst vor der Freiheit haben. Also vor der wirklichen Freiheit. Wenn sie eben nicht mehr ihre festen Strukturen haben, an denen sie sich orientieren können, an denen sie sich festklammern können, dann fühlen sie sich direkt verloren, wie als ob sie irgendwie in der Luft hängen oder sowas. Deswegen wollen sie eben, da sind wir wieder bei den Übersetzungen, eindeutige Übersetzungen haben und nicht mehrdeutige Urtexte sich angucken. Aber zum Beispiel beim Liber L ist auch so. Crowley war sozusagen beauftragt worden von seinem höheren, von seinem Schutzengel, nichts am Originaltext zu verändern und dass der auch immer mit abgedruckt werden soll. Es soll übersetzt werden in andere Sprachen, aber der Originaltext soll immer mit dabei sein, bis hinein in die handschriftliche Originalaufzeichnung. Also auch da steckt eben drin, dass da mehrere Bedeutungsnuancen parallel zueinander in jedem Vers enthalten sind, die er selber als der es aufgeschrieben hat, noch nicht mal überblicken kann. Also wie soll dann jemand, der es nur einfach liest, der es das erste Mal in die Hände bekommt, direkt alles richtig verstehen, eindeutig? Das geht gar nicht, das ist gar nicht der Sinn der Sache, sondern jeder einzelne Vers ist quasi ein Aufruf an dich, nähere dich mir, öffne dich mir und ich werde mich dir öffnen. Und es muss immer ein Zusammenkommen sozusagen sein, also auch wieder die Liebe in diesem höheren Sinne. Alles ist Vereinigung letztlich oder kann Vereinigung sein und soll Vereinigung sein. Nur dafür ist diese ganze Spaltung und Trennung hier uns geschenkt worden, sozusagen, die auf den ersten Blick Leid ist. Ja, ist auch so. Aber ohne dieses Leid könnten wir eben das Wunder des Wiederzusammenkommens nicht erleben. Und das ist auf so viele unendliche Möglichkeiten realisierbar, dass das kein einzelner Mensch in einem Leben auskosten könnte. Wir müssen uns hier halt sozusagen, wir müssen uns auf unseren Weg beschränken. Das ist unsere Aufgabe und unsere Bahn als der Stern am Himmel ziehen, sozusagen. Und andere Sterne ziehen ihre Bahn. Und so ergibt sich die große Harmonie des großen Ganzen, der schöne Sternenhimmel. Da sind wir bei Nuit. Da fällt mir gerade was ein, da hatten wir uns vorhin ja unterhalten, aber da fühlen wir, ja, aber ja, wo ich dir erzählt habe, ich erzähle es gleich so. Ich habe vor ein paar Jahren, ist noch nicht so lange her, 3, 4 Jahre war das, habe ich einen Besuch bekommen und zwar von den Zeugen Jehovas. Und wie die meisten ja wissen, sind die Zeugen Jehovas sehr bibelfest und sind halt überzeugt, dass sie die Auserwählten sind. Ich glaube, von den 144.000, die dann in den Himmel fahren, irgendwas in der Richtung, was ja ein Widerspruch ist, weil Zeugen Jehovas gibt es ja mehr wie 144.000. Aber egal, sie kennen sich halt gut aus. Ja, ich habe auch von denen mal schon Bücher gelesen, gesehen. Da wirst du auch richtig gefragt. Ne? Also du hast jetzt gerade den Text gelesen. Was heißt das in so und so vorn, insofern, dass du letztendlich die richtige Antwort, die ja dann auch drin stand, beantworten konntest. Und
Es war ein älterer Herr und ein junger Mann dabei und ich bin dann raus und wir hatten uns dann unterhalten und er wusste natürlich nicht, dass ich Telemit bin, für in seinen Augen vermutlich ein Satanist und ich wusste halt natürlich, dass das die Jehovas sind und wir hatten uns auf jeden Fall unterhalten und er fing halt an, seine Geschichten zu erzählen, wie toll doch Jesus und Gott und die Bibel sei und mir ist halt so gewesen, ich habe dem halt dann eigentlich mehr oder weniger immer nur zugestimmt, weil das, was er eigentlich für mich gesagt hatte, eigentlich seine Richtigkeit hatte. Ich konnte das ohne große Probleme mit meinem Weltbild vereinbaren. Und ich habe ihm auch dann immer wieder mal Antworten gegeben, wo er dann auch dem zugestimmt hatte, weil ich wusste, also für mich, also als Beispiel nur, jetzt, das hat er jetzt nicht gesagt, wie gesagt, das war ja auch schon eine Länge her, ist es ja so, wenn er zum Beispiel jetzt sagen würde, du musst ja nur dein Herz öffnen, dann würdest du erkennen, dass der Jesus in dir drin ist, ne? Dann könnte ich zu ihm sagen, genau, denn in jedem Menschen steckt ja Jesus im Herzen drinnen letztendlich, ne? Und dann würde er dem absolut zustimmen, da könnte er gar nichts dagegen sagen. Aber ich würde dann meinen damit, Hadith, also Gott ist ja in jedem drinnen und insofern ist das völlig vereinbar. Anders abgesehen davon, wie ich vorhin am Anfang erwähnt habe, hat ja Jesus ja auch gesagt, alle Götter sind in dir. Was ich damit sagen will, ist halt gerade dieses ein wenig verstehen. Ne? Also ich bin so konzentriert auf dieses ein wenig, dass das für mich halt die absolute Wahrheit ist. Wie das halt bei den Christen zumeist ist, während halt das Liber Allvelegis halt sagt. Es gibt noch weitaus mehr als nur dieses ein wenig, ne? Und wenn man dementsprechend halt dann das verstanden hat für sich selbst, bei mir ist zum Beispiel jetzt halt das mit dem Christentum gewesen, dann bist du so flexibel, dass der andere, dass du den anderen ja auch mehr oder weniger zu einer Freude bringen kannst, ne? Ohne ihm jetzt sagen zu müssen, du, ich bin jetzt eigentlich Telemit und so, der bessere Christ als du. Aber ja, egal. Ja, was ich halt das letztendlich damit sagen wollte, war halt mit dieser Flexibilität. Ne? Dass halt, wenn er das gewusst hätte, dass ich jetzt Telemit bin, ein Satanist, ein Aleister Crowley oder Leser, dann hätte der mit aller Gewalt vermutlich versucht, mich zu bekehren von meiner falschen Weltsicht, was ich zum Beispiel bei ihm gar nicht gemacht habe. Ne? Ich habe ihn halt nur bestätigt. Ich hätte es ja auch anders machen können. Flexibel genug wäre ich ja auch gewesen. Ne? Aber in Widersprüchen reinbringen oder ihm zeigen, du guck mal, das passt so nicht ganz, was du sagst, und andererseits ist es aber dann doch so, ne? Also wie willst du das vereinbaren und komm mir nicht mit der Antwort, Gott regelt alles, sondern was tust du dann, ne? Aber das habe ich alles gelassen, wozu auch? Also er ist Ja, überzeugter Christ. aber genau das ist halt die Sache. Manchmal ist es dann vielleicht die andere Gangart, die du wählst. In dem Fall diese Art ist auch schön, dieses Versuchen, die Gemeinsamkeit zu finden, sich auf die Sprache des Gegenübers einzulassen. Also ich kann ja auch mal kurz erzählen, was ich gestern gemacht habe, zum Beispiel. Gestern Samstag, der Schabbes für mich, Sabbat. Da bin ich sowieso, wenn ich rausgehe, eigentlich immer mit schwarzem Anzug, schwarzem Hut und so diesen Zizit, also das sind so Fäden, weiße Fäden, die aus der Hose sozusagen raushängen oder von Unterhemd runterhängen. Also ich sehe schon erstmal für die meisten Leute ein bisschen ungewöhnlich aus für die heutige Zeit, so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit wahrscheinlich. Oder manche sehen es halt auch, dass es was mit Judentum irgendwie zu tun zu haben scheint. Im normalen Alltag so gucken mich vielleicht manche Leute ein bisschen komisch an. Manche grüßen mich ganz freundlich mit Shalom, das freut mich natürlich immer, dann grüße ich auch gerne zurück. Aber gestern bin ich mal extra in diesem Aufzug zu einer christlichen Veranstaltung, die in der Innenstadt hier in Frankfurt stattgefunden hat, hingegangen. Das war so eine Art Missions-Evangelisations-Event oder wie man das dann nennt. Haben sie eine Bühne aufgebaut, Stände mit Infobroschüren und so verteilt. Alle, die da von diesem Team waren, hatten so einen gleichen Plastiküberwurf an, wo irgendwas mit Jesus drauf stand, Jesus liebt dich oder sowas. Und wenn man sich dem genähert hat und da ein bisschen länger so rumgestanden hat, dann kam direkt jemand auf dich zu, etwas böse ausgedrückt, wie die Geier aufs Aas sich gestürzt. Jeder, der vielleicht offen ist, jetzt da irgendwie sich anzuschließen, wurde direkt versucht zu bekehren, zu missionieren irgendwie. Im ersten Moment war ich auch erstmal nur abgeschreckt von der ganzen Atmosphäre, von der Aura, die das so ausgestrahlt hat. Deswegen bin ich dann, oder vielleicht sollte ich noch dazu sagen, ich bin da ja bewusst hingegangen. Ich wollte es mir halt mal anschauen. Ich wollte jetzt nicht aktiv die Leute ansprechen, aber ich wollte schauen, ob sie mich ansprechen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man so sofort angesprochen wird, aber hätte ich vielleicht mit rechnen sollen, ja. Ich Du warst habe dann das Licht und gesagt, die Motten sind auf dich zugeflogen, quasi. so kann man es auch sehen, ja.
Ich hatte halt, wie gesagt, eh schon dieses Outfit an, was viele Leute ungewöhnlich finden dürften, und habe dazu mir extra noch den Spaß erlaubt, mir einen Freimaurerring auf den einen Finger zu stecken, mir so einen Kabbala-Sephirot-Baum umzuhängen, also so einen Anhänger einer Kette umzuhängen, dass halt auch wirklich gar kein Zweifel dran besteht, dass ich irgendwie einer vermeintlich okkulten Geschichte angehöre oder so. Habe dazu mir noch ein Bier in die Hand genommen und eine Kippe dabei geraucht, um so wirklich alle Klischees, wo eigentlich jeder fundamentalistische Christ wahrscheinlich davon getriggert wird, und wollte einfach mal schauen, was da passiert. Okay, wie gesagt, erstmal, ich war abgeschreckt von der Atmosphäre. Ich bin erstmal kurz in die Katharinenkirche, die da nebenan ist. Die ist immer offen, da kann man einfach reingehen. Habe mich da 10 Minuten hingesetzt, einfach mal die Stille genossen, ein bisschen Kraft getankt. Und dann habe ich mich aber wieder ins Getümmel gestürzt, ohne jetzt da jede Begegnung aufzählen zu wollen. Da habe ich halt auch so ungefähr, wie du es gerade von den Zeugen Jehovas beschrieben hast, versucht, wirklich herzlich auf die Leute zuzugehen. Sie haben ja mich angesprochen. Einer hat natürlich auch erstmal angefangen, ja, Kabbala, das ist doch alles so Freimaurerei und da will man selber Gott werden. Das ist ja total der antibiblische Weg. Und habe ich nur gesagt, ja, das ist deine Meinung, sei dir auch gegönnt, du bist noch jung und du bist hier eifervoll dabei, du verfolgst deinen Weg, das finde ich erstmal stabil. Ich gehe halt einen anderen Weg, mache ich kein Geheimnis draus, aber ich kann damit leben, dass du deinen Weg gehst. Und wer weiß, Alter, vielleicht ist ja für dich auch mal eine neuer Impuls, dass du mich jetzt hier so erlebst und ich vielleicht ganz anders bin, als du es erwartet hättest von irgendeinem Freimaurer, Okkultisten, Kabbalisten oder was auch immer er dann denkt, was ich gewesen bin. Und tatsächlich waren diese Leute, gerade so die Jüngeren, dann eigentlich sehr höflich, freundlich und haben teilweise sogar dann auch näher nachgefragt, ja, und wem siehst du das dann? Also siehst du dich überhaupt als Christ? Und ich habe gesagt, ja klar, ich bin chassidisch-thelemischer Christ. Da haben sie natürlich nichts mit anfangen können. Und das Thelemisch haben sie, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, was das für ein Wort ist. Aber bei Chassidisch, mit Judentum, haben sie dann doch ein bisschen mehr nachgefragt. Habe ich ein bisschen erzählt. Sie haben ein bisschen von ihrem Standpunkt erzählt. Solange das irgendwie einigermaßen verständlich für mich war, habe ich auch zugestimmt. Wenn halt mal was kam, was mir dann doch ein bisschen in die falsche Richtung kam, habe ich halt ganz vorsichtig versucht, mit Bibelzitaten, also auf deren Sprachebene, dem irgendwie zu entgegnen. Und meistens haben die es dann auch angenommen und mal wieder so von einer anderen Sicht, von einer anderen Perspektive auf ihren Standpunkt geguckt. Also da war ich wirklich überrascht, dass so gerade die Jüngeren von diesen Leuten durchaus offen zu sein schienen. Natürlich hätte ich die jetzt direkt mit Crowley zugelabert, dann wäre sofort alle Tore zu, dann wäre nichts zu erreichen gewesen. Aber so einerseits ein bisschen provokant mit meinem Outfit, aber andererseits sehr freundlich und sehr auf sie zugehend, ihre Sprache versuchen zu sprechen. Da ist echt überraschend viel so Erbauliches bei rumgekommen. Anders halt bei den etwas Älteren schon, die aus diesem Team dabei waren. Wenn die gesehen haben, dass ich da länger mit diesen Leuten geredet habe, mit den Jüngeren, dann kamen direkt so welche dazu und haben so ein bisschen das Gespräch versucht an sich zu reißen. Und die waren dann Echt? halt viel dogmatischer. Also die haben dann wirklich direkt so, haben mich gar nicht reden lassen, sondern wollten dann eigentlich immer nur, wenn ich was gesagt habe, ja, nee, aber so meine ich das nicht. Haben gar nicht überhaupt richtig zugehört. Und da hat sich dann halt so die Schattenseite dieses Ganzen gezeigt. Und das ist halt dann leider die Befürchtung, dass eben die Jüngeren noch offenständig sind. Aber wenn sie dann ja je länger in diesen Kreisen sich bewegen, werden sie wahrscheinlich auch zu solchen, wie halt da die Älteren vertreten haben. Ja, aber ich war da, ich habe ein paar Impulse gesetzt, mehr kann ich nicht machen. Ich habe ein paar Impulse auch bekommen, das ist ja auch immer nicht außer Acht zu lassen. War auf jeden Fall eine ganz spannende Erfahrung. Aber interessant, was du auch gesagt hast, mit den älteren Menschen. Ich sage immer, alte Bäume verpflanzt man nicht mehr, weil die sterben sonst, ne? Also es bringt nichts, meine Eltern zu sagen, guck mal, die Welt läuft doch in eine andere Richtung. Nein, die wollen so leben und sie sehen das, aber die blenden das letztendlich aus. Ist okay. Was will ich da machen? Das ist ja ihr Leben, letztendlich ihre Entscheidung. Und das ist ja auch meine Maxime, der andere Mensch soll so leben, wie er will, ne? Aber das zeigt halt auch, gerade wenn wir nochmal auf den Vers zurückgehen, wir sind ja in einem neuen Äon drin. Also ein Äon wird ja in der Bibel, glaube Martin Luther hat es als Ewigkeit übersetzt, ist ja griechisch, ne, und heißt eigentlich ja nur so einen gewissen Zeitabschnitt, mehr nicht. Und in dem Falle wird von 2000 Jahren geredet, aber ich glaube Crowley hat auch mal hier und da geschrieben, also Zeit und Äonen, das kann man jetzt so auch nicht einfach nur so bestimmen. Ne? Also Ma zum Beispiel hat nach seiner Ansicht nach eine ganz andere Zeitrechnung oder Zeitgefühl. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Aber was Das ich ist ja sagen auch, will, ja, oder, ich ne, wollte zu was ich noch Äonen sagen, noch was sagen. bitte, was meinst du? Ich wollte zu Äonen noch was sagen, Ja, aber du kannst ja sag erst. ruhig, sag ruhig, sag ruhig. Ich weiß halt nur, dass zum Beispiel auch bei Rudolf Steiner ja auch mit solchen Äonen, er nennt es dann halt die Zeitalter, gerechnet wird.
die dann an den Tierkreiszeichen, platonisches Weltenjahr und sowas orientiert sind. Und zwar sagt er auch, jetzt in unserer jetzigen Epoche, mehr oder weniger plus minus paar tausend Jahre, kann man schon sagen, dass ein so ein Zeitalter ungefähr 2160 Jahre sind. Eben ein Zwölftel von diesem großen Zyklus. Aber er sagt auch, das kann man aber nicht auf alles in die Zukunft und auf alles in die Vergangenheit übertragen, weil je weiter man zurückgeht, er redet dann halt von sowas wie die atlantische Zeit oder lemurische Zeit und sowas, muss man jetzt nicht näher ausführen, aber halt Vorzeitalter, wo noch ganz andere Verhältnisse geherrscht haben, da war halt auch ein Jahr was völlig anderes. Da kannst du nicht einfach jetzt sagen, das waren damals auch 2000 Jahre, wie wir sie heute messen würden, sondern er sagt dann, vielleicht war irgendwie vor 50.000 Jahren, hat ein anderes Äon aufgehört, was aber dann nach heutigen Maßstäben Millionen Jahre lang gedauert hat. Aber trotzdem ist es ein Äon, weil die Menschen das ungefähr in derselben Art und Weise intensiv erlebt haben. Also deswegen an diesen reinen Zeitdaten sollte man das nicht zu sehr festmachen. Und ich weiß nicht genau, was Crowley dazu gesagt hat. Wenn du da noch mehr weißt, sag es gerne auch nochmal, würde mich auch interessieren. Ja, nee, jetzt wollte ich gar nicht zurück auf Crowley, sondern ich wollte nur das zeigen mit dem Alter, ne? Also was du ja vorhin erzählt hattest mit den jungen Leuten, die waren da offen noch und haben Fragen gestellt, mehr oder weniger. Und dann kamen die Alten, die haben dann gar keine Fragen mehr gestellt, sondern dir vollendete Tatsachen mitgeteilt, ne? So ist das und passt da. Und ich hatte dann so an das Zeitalter gedacht, weil nochmal ganz kurz, wir sind ja jetzt im Zeitalter des Horus. Laut Crowley hat es 1904 begonnen. Man kann sagen, so um das 20. Jahrhundert rum kann man sagen, hat das vielleicht das Zeitalter begonnen. Das halt davor war halt das Zeitalter von Osiris. Da ging man davon aus, dass die Sonne sterben wird jeden Tag. Und da musste man ganz stark beten, damit die Sonne wieder aufgeht. Und der Unterschied zu heute wäre dann halt, dass wir halt wissen, die Sonne wird nicht sterben, sondern wir wissen einfach, dass die Erde rund ist und dass halt dann die ganzen Planeten umeinander herumschwirren. Und Crowley sagt, letztendlich sind wir die Sonne und von uns sollte das Licht ausgehen. Ne? Was ich sagen will, ist, dass das Ganze halt vor ungefähr 2000 Jahren der Äonenwechsel war, von der Isis-Zeitalter aufs Osiris-Zeitalter, und dass durch diese 2000 Jahre es tatsächlich auch reif ist und wird, ein neues Zeitalter zu bringen oder neue Wahrheiten, sage ich jetzt mal, neues Fieber, würde das Liberalwillige sagen, zu bringen, weil einfach dieses alte Äon sich so verfestigt hat, letztendlich, wie ich schon gesagt habe, man hat jetzt eine Wahrheit, die eine Wahrheit, wir kriegen das ja heute ständig überall, egal ob du jetzt Wissenschaft, Religion, Politik oder von mir aus auch Familie und was weiß ich, welche Systeme es noch alles gibt, wo du mitbekommst, wie verfestigt die ganzen sind und wo das tatsächlich zerstört werden muss. Also ich sage immer, da kommt Alexander der Große und sagt, gut, gordischer Knoten, kriegt keiner auf, nimmt das Schwert und schlägt es halt in zwei. Und damit hat sich die Sache für ihn erledigt gehabt. Und so sehe ich das halt auch, dass wir halt jetzt gerade mitbekommen, wie verkrustet die ganze Welt letztendlich geworden ist und stur diesen einen Weg gehen, anstatt jetzt in dem Falle von mir aus Kommunikation suchen, Gespräche suchen, Gemeinsamkeiten suchen, einen Konsens zu erzielen und zu sagen und tolerieren natürlich auch, den anderen zu tolerieren, um zu sagen, okay, wir können gemeinsam leben, das sind eure Stärken, das sind unsere Stärken, wie können wir das gemeinsam so aufbauen, damit jeder seine Identität nicht verliert, sondern weiterhin als Nation, als Mensch, als Gruppe, je nachdem halt, ne, aber halt auf jeden Fall als seine eigene Identität so leben kann, dass er das auch ausleben kann, wie er das letztendlich will, ne? Was wir ja heute überhaupt nicht mehr haben, sondern da gibt es nur noch tatsächlich die knallharte Dualität, Gut und Böse. Und Dualität bedeutet ja immer ein Gegeneinander. Das ist böse, das muss vernichtet werden, während die Polarität ja auf die Notwendigkeit hinweist. Ich brauche die andere Seite, damit ich überhaupt existieren kann. Und jeder vernünftig denkende Mensch weiß, wenn es kein Böses gibt, dann gibt es auch kein Gutes mehr. Es ist simpel, ne? Wenn es keinen Krieg gibt, dann gibt es auch keinen Frieden. Das sollte man, also das muss man halt dann auch verstehen. Aber wir leben halt gerade in einer so extremen dualistischen Welt, dass wir halt einfach sagen können, die Zeit ist reif und ja, lass uns das mal anpacken. Ich denke auch, dass genau das Charakteristikum von solchen Übergängen von einem Zeitalter ins nächste ist, dass dort eben die Extreme besonders weit auseinanderklaffen. Das ist wie so ein gespanntes Gummi, was immer weiter aufgezogen wird, damit dann genug Energie ist, wenn es dann zusammenschnappt wieder, damit dann auch wirklich so
was Neues daraus entsteht, damit halt genug Energie vorhanden ist, aus der dann das Neue geboren wird sozusagen. Eine Geburt ist auch immer, die schlimmste Zeit ist kurz vor der Geburt, da ist dann wirklich der Schmerz am intensivsten, in der höchsten Frequenz, aber dann kommt halt das Wunder des Durchbruchs und das ist dann halt das Neue, das Kind. Und gerade weil wir jetzt von den Zeitaltern geredet haben, kann ich ja auch noch mal kurz so die Parallele, wie ich es aus dem jüdischen Brauch oder aus der jüdischen Überlieferung kenne. Dort wird es eher mit dem Tierkreiszeichen eben assoziiert, wie man es ja auch in der Esoterik oft findet. Dann redet man jetzt vom Wassermannszeitalter. Ich will jetzt gar nicht auf die Diskussion eingehen, ob jetzt das Horuszeitalter identisch mit dem Wassermannszeitalter ist oder ob da nochmal eine Differenzierung gemacht werden muss. Sondern sagen wir es einfach mal, es beginnt jetzt gerade ungefähr ein neues Zeitalter. Bei den einen wird es halt Wassermannszeitalter genannt. Bei den Juden wird das Wort eigentlich wortwörtlich Eimer, also der Eimer, mit dem das Wasser halt geschöpft wird. Davor das Zeitalter, was dann das Osiris wäre nach Crowley, das wäre halt das Widderzeitalter gewesen. Das Fischezeitalter und davor das Widderzeitalter wäre Isis. Und bei den Juden wird gesagt, in diesem Widderzeitalter, also sagen wir mal jetzt im Isis-Zeitalter, da hat noch das Mythologische überwogen. Da war die Menschheit noch ein bisschen wie in so einer Traumrealität. Deswegen war sie noch viel mehr eins mit der ganzen Natur. Dadurch waren die Kulte auch viel mehr so an Naturheiligtümer und sowas geknüpft. Also in dem Sinne kann man ja auch sagen, der Mutterkult, also die große Göttin war noch so da, das beherrschende Prinzip. Aber dann kam irgendwann der Bruch, der zufälligerweise auch mehr oder weniger mit der Zeitenwende, mit der sogenannten, also damit vor 2000 Jahren passiert ist. Da hat plötzlich Einzug gehalten in die Geschichtsschreibung, also die eigentliche Geschichtsschreibung. Vorher wurde immer von Göttern und Engeln und sowas geredet und Mythologien. Aber dann hat es angefangen mit Listen von Königen, die römischen Kaiser und so und wie die Politik geführt haben, was für Kriege sie geführt haben. Da ist der Fokus viel mehr so aufs Irdische gerichtet worden. Und da sagen die Juden dann, ja, das ist halt das Fischezeitalter, weil der Fisch ist das Wesen, was sich ganz wohl im Wasser fühlt. Und das Wasser ist halt der Fluss der Zeit. Und denn die Menschheit ist da eben in diesen Fischezustand geraten, dass jetzt gerade in der Zeit sich sozusagen alles nur, also alles erlebt wird als in der Zeit, aber nicht darüber hinaus. Der Fisch blickt nicht über die Wasseroberfläche hinaus und sieht vielleicht das große Ganze, sondern er ist halt beschränkt auf die Zeit. Und das, was du mit der Sonne angeführt hast, passt auch wunderbar. Wenn man nur sozusagen hier in der materiellen Welt beobachtet, wie sich halt die Sonne zeigt, dann hat man halt diesen Eindruck, ah ja, die verschwindet ja irgendwie, dann ist sie tot, ist sie gestorben, dann muss sie wiedergeboren werden. Das ist also eine folgerichtige Konsequenz aus dem damaligen Geisteszustand sozusagen. Aber der Wassermann, das danach kommende Zeitalter, ist halt der den Eimer in der Hand hat, mit dem er das Wasser quasi behandeln, also kontrollieren kann bis zu einem gewissen Grad. Er kann es natürlich nicht komplett wegmachen, diese Zeitwelt wird weiter bestehen bleiben jetzt erstmal noch, aber der Mensch kommt immer mehr in die Lage, über Zeit und auch Raum kann man damit reinbeziehen, überwinden kann. Also das sieht man auch an der heutigen Entwicklung. Mit so Technologien können wir heute, zum Beispiel wir unterhalten uns hier jetzt gerade über ein digitales Format. Wir sind in ganz weit entfernten Städten physisch, aber wir können trotzdem jetzt das überbrücken. Der Raum spielt sozusagen eine viel kleinere Rolle als vor 100 Jahren sogar noch. Vor 100 Jahren, da hätten wir dann eine lange Reise mit Kutsche und sonst was anstellen müssen. Heute ist es ganz einfach und genauso, man kann Momente mit Fotografien und Videos und so weiter festhalten, also Sachen aus der Zeit quasi einfach in der späteren Epoche dann wiedergeben, als ob es jetzt gerade einem vorgeführt wird. Und das sind Sachen, die werden dann unter anderem von so Leuten wie Friedrich Weinreb durchaus als Anzeichen, dass dieses Wassermannszeitalter am Anbrechen ist, gedeutet. Ich finde das, wollte ich noch was sagen? Okay. Nee, ich wollte nur noch sagen, dass halt diese Übergänge auch nicht so auf ein genaues Datum reduziert werden können. Also man kann zwar solche Symptome feststellen, wie das, was ich gerade mit der Technologie gesagt habe, aber das heißt nicht, dass jetzt irgendwie bei der Erfindung des Telefons das neue Zeitalter genau angefangen hat, sondern das sind halt so die ersten Wehen, könnte man sagen. Aber das wird noch dauern, das sind vielleicht sogar noch Jahrhunderte. Laut Steiner oder so fängt das Wassermannszeitalter, glaube ich, erst in 600 Jahren oder sowas an. Also da sind sehr unterschiedliche Berechnungen, aber alle sind sich irgendwo einig, dass wir momentan in dieser Übergangszeit, in dieser Umwälzungszeit sind. Und da fällt für mich dann halt auch das Liber-L perfekt rein, genau in diese Anfangszeit von diesem 20. Jahrhundert. Kommt wieder so ein ganz neuer Impuls in die Geisteswelt rein. Ja, das kriegt man ja auch mit, was so im 20. auch noch, also eigentlich 19. und 20. Jahrhundert, was da an Erfindungen oder an Musik alleine, an Kunst und so hervorgekommen ist. Also gerade aus Deutschland
Es war ja schon extrem, ne, in der Zeit. Aber was ich sagen wollte, war, das mit dem Fisch fand ich sehr interessant, ne, der nur unterm Wasser, also im Wasser schwimmen kann. Wenn der außen ist, also ja, weg vom Wasser, dann muss er ja zwangsläufig eher sterben. Aber was der Fisch halt kann, er kann ab und zu mal noch nach oben springen, ne, und sieht dann die Sonne und dann ist er wieder im Wasser. Beim Wassermann ist es ja so, der Wassermann kann ja so gesehen, würde ich das auch sehen, der kann im Wasser und außerhalb vom Wasser existieren. Ne? Was kommt eigentlich nach dem Wassermann? Der Steinbock. Der Steinbock, weil das wäre ja dann das Zeitalter der Maat. Also Maat ist eine griechische Göttin mit den zwei Federn auf dem Kopf und ist so für die Gerechtigkeit zuständig. Ne? Crowley hat übrigens auch empfohlen zu sagen, man sollte jetzt schon mal anfangen mit der Gerechtigkeit. Ne? Aber ja gut, dann hätte man ein neues Thema jetzt. Was ist Gerechtigkeit? Das ist ein ganz schwieriges Thema, ist ja auch ein sehr politisches Thema. Ne? Die bringen ja auch ständig die Politiker die Gerechtigkeit rüber, aber lassen wir das mal weg. Ja, das Thema Gerechtigkeit jetzt noch aufzumachen, würde vielleicht für den ersten Teil dieses Formats ein bisschen zu weit führen. Jetzt sind wir hier bei einer guten Dreiviertelstunde. Das ist doch, glaube ich, ein schöner Einstieg. Von daher, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich auch sagen, verabschieden wir uns von den geneigten Zuhörenden. Shalom Aleichem an alle da draußen. Und Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen. Tschüss.